Hallo meine Lieben, hier haben wir wieder ein Tiervideo vom Indischen Ozean, extra für euch. Ich werde mich langsam an das Objekt der Begierde ranmachen. Das ist derselbe Vogel. Helft mir doch bitte die Biologinnen unter euch. Was für ein Vogel ist denn das? Derselbe Vogel, der aus dem Swimmingpool, ja, ihr habt richtig gehört, immer wieder trinkt. Abends kommt er zur Bar, die gleich hier ist. Also nicht hier, sondern hier, hinter dem Gebüsch ist die Bar. Und da kommt dieser Vogel Jahr für Jahr. Ich habe ihn eben schon seit Jahren hier immer wieder getroffen. Kommt der Vogel und trinkt chloriertes Süßwasser. Was denn sonst? Bier bestellt er sich nicht an der Bar. Ich finde ihn so, ich weiß nicht, so vogelig. Wie er da so schreitet, seht ihr das? Ich finde es total cool und ich will ihn nicht verschrecken, aber mich dennoch annähern. Wenn ich jetzt sage, er ist süß, dann wird ihm das absolut nicht gerecht. Ich finde, er ist elegant irgendwie, oder? Was sagt ihr? Wie findet ihr ihn? Meinen Vogel? Auch ich habe einen Vogel, wie ihr seht, aber nur vorübergehend. Im wahrsten Sinne des Wortes, er geht vorüber. Und ihr wisst ja, Humor ist ganz, ganz wichtig im Leben. Ohne Humor und Selbstironie geht es irgendwie gar nicht. Könnte er auch auf mich zukommen. Macht er nicht. Und der Vogel hat's drauf, der kann schwimmen. Fliegen, schreiten, wie auf dem Catwalk. Ist ein echtes Model. Wird gerade auch von anderen Leuten fotografiert. Und man geht davon aus, dass er mit sich selbst beschäftigt ist. Er blickt versonnen übers Meer, ne? Bist du ein Fischreiher? Nein. Bist du ein Storch? Nein. Kannst du Deutsch? Nein. Bringt es was, dich anzuquatschen? Nein. Und dennoch haben wir Menschen es so an uns, mit Tieren zu sprechen. Und glaubt es oder glaubt es nicht, ich wurde echt mal, ich glaube im vorigen Jahr war das, von einer Radiomoderatorin gefragt, ob es was bringt, mit Tieren zu sprechen, wenn sie einen doch nicht verstehen. Weil viele Menschen sprechen ja mehr mit ihren Tieren als mit ihren Partnern oder ihren Familienmitgliedern, ihren menschlichen. Ja, es bringt was, denn man fühlt sich gut dabei, wenn man mit dem Tier spricht, auch wenn es nicht antwortet. Es geht da nicht um die Antwort, es geht einfach darum, Ansprache zu haben. Drum zögere nicht, wenn du ein Tier zu Hause hast oder so wie ich hier mit dem Vogel. Sprich mit ihm. Sag ihm, was du am Herzen hast. Er hört dir zu, wie ein Psychoanalytiker, schweigend, aber geduldig. Was mich an diesem Vogel auch immer wieder von Neuem fasziniert ist, dass er so versonnen ist. Er ist tatsächlich versonnen. Es ist Sonnenuntergang und der Vogel zeigt uns, wie das geht, innezuhalten, versonnen, philosophisch aufs Meer zu blicken, nicht hektisch zum nächsten Termin mit einem anderen Vogel zu eilen, sondern einfach nur im Hier und Jetzt zu sein. Das kann man mit diesem Vogel bei diesem Vogel lernen. Und er ist ein Star, ne? Wie man sieht. Lässt sich auch nicht irritieren von Paparazzi. Hat eine hübsche Frisur. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Steiler Haarschnitt.
und die Füßchen. Man würde diesem Federvieh, Entschuldigung, er versteht mich hoffentlich nicht, nicht zutrauen, was er drauf hat. Er hat wahnsinnig viel drauf, der Gute. Jetzt warten die Menschen natürlich, dass irgendwas passiert. Filme und Geschichten, in denen nichts passiert, sind schwer auszuhalten. Habt ihr das schon mal überlegt? Stellt euch vor, einen Film über normale Kinofilmlänge und wir schauen nur diesem Vogel zu, was er macht oder nicht macht, wie er gerade nichts macht. Nichts tun. Dieser philosophische Vogel zeigt dir, wie das geht. Vogel, wir haben noch 2 Minuten Sendezeit.